Hallöchen, ihr wundervollen Beards. Bevor der zweite Part losgeht vom Mario 64 Playthrough, möchte ich mich von ganzem Herzen bei euch bedanken für das ganze Feedback zum ersten Mario 64 Video per PN auf Discord, per dem YouTube-Kommentar und allgemein das ganze Feedback. Vielen lieben Dank, das hilft mir sehr viel weiter, für euch die Videos besser zu machen, weil ich habe so etwas wie den ersten Part von Mario 64 das allererste Mal gemacht. Ich habe sowas, so Zusammenschnitte halt noch nie wirklich gemacht in meinem ganzen Leben und es macht mega viel Spaß und es ist mega schön zu sehen, die Antworten von euch, das ganze Feedback von euch und das verbessert das Ganze auf jeden Fall für mich. Für euch die Videos besser und schöner zu gestalten, deswegen vielen lieben Dank an euch alle. Es gibt halt viele von euch, die lieben lieber die Let's Plays, also wirkliche ganze Playthroughs, und es gibt viele von euch, die lieben lieber diese Zusammenschnitte von Highlights. Ich habe jetzt versucht, mit diesem Part vieles und einiges zu verbessern, dass es irgendwie beide Seiten irgendwie hoffentlich zufriedenstellt. Deshalb hoffe ich von ganzem Herzen, dass der zweite Part auch gefallen wird, denn ich denke, ich habe da so ein Zwischendrin gefunden für Leute, die LPs lieber schauen oder für Leute, die lieber Highlight-Ausschnitte schauen, ja. Deswegen, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Gebt mir gerne weiter Feedback, weil für mich ist sehr wichtig, dass euch die Videos gefallen und da mache ich sie auch umso lieber natürlich. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der zweite Part besser. Gebt mir ruhig mehr Feedback und ich wünsche euch somit ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe euch wahnsinnig lieb, Beards. Thank you für all den Support. Ganz viel Liebe geht raus an euch alle und ganz viel Spaß mit dem zweiten Part und danke euch für alles. Hallöchen Kroni, wunderschön Bertigallen, Friday, schönes Weekend, welcome back. Ich mach ein Shit gerade. So, wie war das nochmal? Kloppen, genau. Dash. Kloppen. Jumpen. Auf Copy Jumpy. Stampfattacki. Daneben. Stampfattacki treffen. Genau. Coins. Feier ausweichen. Sehr gut. In der Vata. Im Vata. Doppeljump. Jump voll gefailt. Noch ein Jump. Jump getroffen mit der Coin und hier mit dem Block. Block schieben, erwischt, number two. Block treffen, was nicht geplant war. Block reinschieben. Schön rein, let's go. Dann der Triple Jumpy. Triple Jump, noch ein Triple Jump, drüber jumpen und daneben jumpen und Feuer in den Arsch kriegen. Nee, doch nicht. Doppel Jump funktioniert, sehr gut. Bisschen Coins aufheben, Karussell hier. Mit dem Elektromotor, Dingsbums. Dann Back Jump, die Coin, erwischt, bumm, mit dem Block auf den Head. Dash Jump auf den Switcherino drauf, erwischt. Double Jump nach oben, Double Jump auf den Käfig. Backflip. 1000 Points holen. Oh my goodness, wenn du noch ein Skateboard. Jump, get the coins. Ein Coin übersehen. Nee, doch nicht, weil wir heben beide auf. I don't know why. Jump, there we go. Dash Jump, hier kommt der Bubble. Den Bubble schnappen wir, schmeißen ihn auf den Boden, erwischt. Wie Triple H in WWE. Ja, oh shit, die Coin, das wollte ich nicht aufheben. So, jetzt aufs Brett, Dash Jump, Dings Jump und nochmal Jump und Jump und noch mehr Jump. Und dann kriegen wir die 100 Coin Star, heben es auf mit einem wundervoll eleganten Sprung mit Mario, seinen Stinkefüßen. So, und dann gibt's einen Dash auf die andere Seite. Nee, es gibt eine Stampfattacke, damit das Publikum jubelt. Und wir jumpen zum Star, voll elegant mit Mario, heben den Stern auf und starten das nächste Level. Oh mein Gott, die Menge tobt. Und wir kriegen 2 One-Ups. Wir speichern das Game direkt wieder rein ins Gemälde. Mario jumpt ins Gemälde, ab geht's zum nächsten Stern. Das Rennen bleibt spannend. Wir jumpen mit Mario hier gerade in die Wand rein. Adish, boom. Versuchen auf die Plattform rauf. Es funktioniert nicht, denn der Switch Pro Controller macht Kaka. Und oh Gott, Mario fliegt um in the face. Kein Problem, er kriegt das hin. Er macht den Clutch. Da kommt der Clutch. Oh nein, doch nicht. Er ist sehr schlecht aktuell, schlecht gelaunt. Da kommt der Jump. Er schafft es noch immer nicht. Er muss noch üben. Springt auf den Bobble. Und dann, jetzt holt er sich den Titel. Jetzt holt er sich den Titel. Er macht hier den Triple. Oh mein Gott, es klappt. Es will nicht. Er spürt's, dass es nicht funktioniert. Er spürt's in sich, es funktioniert nicht. Aber ist kein Problem, denn wir haben ja Zeit. Das ist kein Speedrun. Und er macht Yippie. Und das Yippie bringt ihm gar nichts.
Oh mein Gott, und da ist der Jump. Oh, der Jump. Er hat den Jump gemeistert wie ein Boss. Er holt sich den Titel, springt auf den Schalter und jumpt hier rückwärts rauf auf die Plattform. Mario holt sich den Käfig um und die Plattform runter. Wusch. Und er macht nichts. Er kann nichts. Er verkackt's. Er hat's verkackt. Er hat's nicht verkackt. Nee, alles. Er hat's noch im Griff. Er hat's noch im Griff. Er kann sich das noch holen. Nicht mehr. Jetzt vielleicht. Nein, doch nicht mehr. Er kann's vergessen. Oh, oh, das wird spannend. Kann er es erreichen? Nein, er hat verschissen. Und er kann wieder von vorne starten. Geh doch einfach auf diese shitty Plattform! Du blöder Scheißklempner, du stinkst! Du riechst gut heute. What? Was hast du, eine Achse? Oh, Mario, sehr gut gemacht. Here we go! So, Birds. Ich hoffe, das Commentating hat dir gut gefallen. Ich hoffe, das Commentating war on point. Denn jetzt sollte nicht mehr schwer sein. Come on! Lecker Pro Control der Switch. Ich liebe diesen Controller. Den. Ich liebe ihn. Ey, ist geil. Ich finde das einen der besten Controller auf der Welt. Aber für Mario 64 ist es der größte Shit! I got this. Jetzt hab ich's. Ich hab's raus. Könnten wir direkt Mario Sunshine spielen? Ich habe dieses Spiel schon 10.000 Mal durchgespielt. Können wir Mario Sunshine spielen? Ich habe dieses scheiß Mario 64 schon 10.000 Mal durchgezockt. Mindestens. Nein, du spielst das jetzt! Du spielst das jetzt! Okay, ich spiel das jetzt. Endlich. Angefangene Spiele werden auch beendet, Holy. Eieiei. Eieiei. Was stimmt denn mit den Spielbus-Controllern? Ich habe Angst, sich selbst zu spielen, Roller zu führen. Nee. Für jemanden, der Mario 64 nie gespeedrunnt hat. Ich weiß, dass du Mario 64 gespeedrunnt hast, Lucifer, mehrere tausend Stunden. Für den ist es normal. Für den ist das alles normal, alles cool. Aber für jemanden wie mich, der das gespeedrunnt hat und ich den Controller gewohnt bin, ist das scheiße. Immer diese wegen Diskussionen über belanglose Sachen, Alene. Was habe ich denn gesagt? Alene, es tut mir jetzt schon mal leid, was ich dir irgendwie wehgetan habe, Alene. Es tut mir wahnsinnig leid. Verzeihst du mir? Ich habe dich wahnsinnig lieb, Alene. War ich böse? War ich schlimm? Erzähl mir. Du blöder Kacknoob! Achso, nicht du, Alene, sondern Mario. Hä? Was ist das für ein... Was ist das? Wo kam die Kugel her? Ging nicht um hier und meinte im Real. Achso, ich dachte, ich bin schuld oder so. Es tut mir leid. Auch wenn ich nicht schuld bin, es tut mir leid, Alena. Ich hab dich lieb. ich meine. Hey, heute ist schönes Wetter, oder? Schubidub, Hallöchen Angel, welcome back,
Welcome back, Angel. La, yodari tarati. Shabadabu parababu. Dabadabu, darabadi, taradaradatatarata. Ich hab's geschafft. Parabadi, parabab. Ich jump einfach irgendwo hin. Shubidup, shubidup, dapidup, darada, dushidi mini gumbalalali. Dushidi gumbalalali. Oh my goodness, take the free. Take the free. Shabadabu, parabip, taradaradata, parabubba, parabarabara, taradaram, shubidup, parabba. Ich werde das jetzt sowas von verkacken, das sehe ich jetzt schon. Dieser Jump wird cheaty. God damn it. Beers, ich werde das jetzt so verkacken. Ich werde das jetzt so verkacken. Ich werde das jetzt so verkacken. Ich verkacke das sowas von. Ich verkacke das jetzt sowas von. Mit dem Controller hier, mit dem Shitty-Controller von der Nintendo Switcherino. Switcherino Pro Controller Rino. Oh my goodness, der Rino. Oh my goodness, der Rino. Rutscherino, Rutscherino. Und Jumperino. Oh my god, der jumpt nicht. Der springt nicht. Wegen dem Input-Lag. Boah. Halt die Klappe. Geh nochmal da rein. Wir machen es nochmal. Yahoo! Yahoo! Oh, wow! Ooh. Mamma mia! Mamma mia. Ich gehe Kakao machen, willst du doch? Nein! Ich meine. Ich bin gerade angefressen. Es ist sehr nett von dir, dass du fragst, Freisteller. Nein, danke. Beautiful! Beautiful! Hey, seht ihr Beards? So geht das. Seht ihr, so genau so funktioniert das! Oh mein Gott, Speeder! Oh, mein Arsch brennt. Nein, so funktioniert's nicht. Dann hier Backflip. Schöner Backflip. Hol uns den Number 4. Jump it off, Dash und Jump. Und jetzt holen wir uns diesen Star Safe Call. Ich spür's, dass jetzt mein Skill wieder da ist. Jump! Boom! Bullseye! Da 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 da. Monster on the rise. Monster on the rise ist bald da. Monster on the rise, Monster on the rise, Monster on the rise ist bald da. Monster on the rise. Rice Teller, Monster Hunter, Rice Teller, Monster Hunter, Rice Teller. Oh my goodness, Jump Attacke auf den Popo. Oh mal rein da, 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 du. Da, da, di, da, du, ba, di. Was für ein schöner, beautiful Jump. Was für ein schöner Jump. Oh my goodness, war der beautiful. Dieser Jump geht in die Geschichte ein, Beard. Der war awesome. So, ein bisschen sliden, rumsliden like a boss, vollgeskillt. Vollgeskillter Slide hier an dich. Und dann kommt der Backflip und dann treffen wir nichts. Doch, wir treffen. Oh mein Gott, holen uns den Storm, denn er spawnt genau hier. Denn das weiß der Holy. Let's go. Monster Hunter Rice. Hier. Nein, sprich mit Tony. Todbrot. Fist Blank. Todbrot. Todbrot, Todbrot, Todbrot. Stell euch vor, Tony ist ein Pokémon. Todbrot, Todbrot. Todbrot, Todbrot, Todbrot. 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 Falsche Kameraseite, springen die, du Shit Mario. Stampfattacke. GG's. So. Der Sprung des Jahrtausends. Hier ist der Jump des Jahrtausends, Beards. Oh mein Gott, wie geskillt. Das war knapp. Oh Gott, das war so damn close. Ich meine, das war geplant. Ich habe das alles geplant und berechnet in meinem Kopf. Und... Mamma mia. Nein! War das auch geplant? Halt die Klappe, Sunei. Habt ihr das gesehen? Er hat die Red Coin nicht aufgehoben! Warum hat er die Red Coin nicht aufgehoben? Wieso reg ich mich auf? Ich muss sie einfach nur wieder aufheben. Na genau. Das war zwar mega close, aber er hat es. Ich sehe nix. Hallo, wo sind wir? Next Generation?
Ah, wie schön, durchklippen durch die Wand. Oh, ist das herrlich, wunderbar, dankeschön. Du blöder Scheiß-Maulwurf, wenn du mich mit deinem Scheiß-Stein triffst, dann klopp ich dir auf den Kopf. Und get the store. Oh. 50 Stars Beers. Legenden besagen, dass die zwei Game Over oder auch berechnet waren. Ach, war das ist. Genau. Das wollte ich euch schon immer mal sagen. Dieser Run bringt einfach jeden zum Lachen. Dieser Run ist shit. Das ist nicht mal ein Speedrun. Jemand, der Casual das Spiel spielt, ist schneller als ich hier. Stampfattacke!